Der große Moment ist natürlich, dass das Schiff einen Namen bekommt. Ne? Also das Schiff ist jetzt schon ein wenig länger aus der Werft heraus und ist in der Endausrüstung, aber so richtig geboren wird es ja erst bei der Namensgebung. Hier ja, das ist eben für Schiffbegeisterte, Seefahrbegeisterte auch eben ein ganz besonderer Moment. Da dürfen wir netterweise Teil dran haben. Ich bin Flo Erdmann, arbeite als Lichtdesigner, komme aus Solingen. Und auch hier im schönen Solingen sind wir bei der Firma von Berg im Pre-Programming-Studio und haben das vor einem Jahr hier gegründet und sind mit der AIDA-Produktion jetzt hier zu Gast, um die Lichtshow vorzuprogrammieren. Wir dürfen ja schon das dritte Mal dabei sein bei AIDA Taufen und tatsächlich ist jeder anders. Wir sind hier angetreten, ein Streaming-Hybrid-Event zu gestalten. Das heißt, es war ein großer Wunsch von AIDA, dass das eben auch in die Welt geht, ein Digitalformat ist. Gleichzeitig gelingt es uns hier durch den Einsatz einer großen Drohnenflotte eine Situation herzustellen, sodass wir für die Zuschauer zu Hause und für die Zuschauer an Bord ein einmaliges Erlebnis gestalten. Das Spannende für uns an dem Projekt ist Videomapping, was wir oft und viel gemacht haben. Also klassisch auf eine Fassade oder was, wo auch immer drauf zu projizieren, mal ganz anders zu denken. Weil eigentlich ist es ein Videomapping auf Live-Bilder, Fernsehkameras, ohne einen Projektor. Weil wir praktisch diese Alpha-Overlays, die wir hier produzieren, dann auf die realen Kamerabilder halt aufmappen müssen. So. Und das ist was, was ich in der Form auch noch nicht gesehen habe und auch noch nicht gemacht habe. So, ne? Und das ist so spannend, auch erstmal auszuloten, wie kriegt man praktisch die Illusion so gut wie möglich hin. Wir reden von einem über 330 Meter langen Schiff. Allein die Laufwege für die Aufbaucrew Ambien kann man sich vorstellen. Das sind wirklich Dimensionen, die man sonst von großen Rock'n'Roll-Konzerten, Festivals kennt. Wir sehen auch hier gerade eine Batterie Lampen aufgebaut. Wir sind hier in einem laufenden Betrieb. Also das ist die große Schwierigkeit. Die Gäste, die hier an Bord sind, wollen natürlich die Taufe erleben. Sie wollen einerseits dabei sein, aber natürlich auch ihren Urlaub genießen und nicht permanent durch die Technik gestört werden. Das ist die größte Schwierigkeit. Und natürlich Outdoor, wir sehen es, Wetter ist immer ein großes Thema. Das heißt, wir müssen Redundanz einbauen, wir müssen schauen, wie die Systeme Wetter vertragen und natürlich auch ein bisschen Glück haben. Wir haben natürlich langjährige Partner mit an Bord. Lichtdesign hat der Flo Erdmann gestaltet mit von Berg. Wir haben Eigengrau, die wunderbar Content gestaltet haben. Wir haben Peter Brix, unser Ablaufregisseur. Ohne den würde gar nichts laufen. Ja? Also wir sind einfach sehr breit aufgestellt. Und dann natürlich Ambien als schon das dritte Mal unser Technikpartner. Unser Auftraggeber Jasper Pönsken, JP Spaces und natürlich AIDA selbst. Also wir freuen uns sehr über das Vertrauen da. Und die Zusammenarbeit gestaltet sich natürlich mit jedem Mal einfacher, weil man sich kennt und gewisse Sprache gefunden hat. Und auch weiß, was ist denn das Ziel. Im Grunde produzieren wir ein Broadcast-Event. Der aktuellen Infektionslage auch geschuldet, hat man sich eben dazu entschlossen, da kein Live-Event wie in den Jahren davor draus zu machen, sondern das eben hauptsächlich für die Zuschauer zu Hause und auch an Bord sichtbar zu machen. Wir sind auf Vorvisualisierung angewiesen, weil wir eben vor Ort im Prinzip keine Zeit haben, das Schiff großartig einzuleuchten. Wir haben die ganze Lichtkonstellation in Vectorworks gezeichnet. Gemeinsam mit dem Tommy Marx von Ambien haben wir da den Plan aufgesetzt. Den haben wir per MVR eben in Depends importiert und haben so im Prinzip schon die genauen Positionen, die vor Ort eben per GPS eingemessen werden. Könnten wir das alles nicht machen, hätten wir eigentlich keine Chance, da ein sauberes Bild abzuliefern, weil das Schiff eben auch erst am Tag der Taufe morgens in den Hafen einläuft, sich dort platziert und wir dann abends maximal noch eine Stunde Zeit haben, ein paar Positionen zu leuchten. Die Positionen, die an Land einzuleuchten sind, können wir schon am Vortag an einem Schwesterschiff vorleuchten, das eine ähnliche Größe hat und sind da schon mal einigermaßen auf der sicheren Seite, müssen vielleicht noch ein paar kleine Nacharbeiten machen, aber im Großen und Ganzen sind wir da einigermaßen safe. Wir arbeiten damit jetzt mit Depends 2 seit ungefähr 2 Jahren,
sind super zufrieden. Bevor wir DeepLens benutzt haben, haben wir unsere Renderings mit Cinema 4D gemacht. Hat ein bisschen den Nachteil, dass es keine Echtzeit-Render-Engine hat und man wirklich für jeden Lichtlook wieder das Rendering anschmeißen muss. Das hat bei DeepLens den Vorteil, dass wir das nicht machen müssen, weil es eben eine Realtime-Engine hat. Und wir fahren damit sehr gut. Wir machen damit hervorragende Renderings, die wir finden, und sind damit total zufrieden. Es gibt im Prinzip drei wesentliche Positionen. Das ist einmal vor dem Schiff. Da gibt es ein üppiges Auflicht für das Schiff, bestehend aus 72 Ayatin Kamsin und 32 SGM P6, die für das Auflicht sorgen. Wir machen dort Gobo-Layer auf dem Schiff und arbeiten ein bisschen die markanten Stellen raus. Das ist zum einen am Bug gibt es eine Cellistin, die dort auftritt. Und es gibt den ganz berühmten Moment des Flaschenfalls. Da arbeiten wir eben ein paar Stellen heraus. Und dann gibt es auf dem Schiff zwei öffentliche Decks, die wir benutzen durften, um dort eben Lampen einzubringen. Da gibt es zwei Linien zu je 60 GLP-KNV-Cubes. Die sind über die gesamte Steuerbordseite verteilt. Außerdem gibt es dort 20 Päckchen, sind es 6 Cameo Otos H5. Das ist die neue wasserdichte Lampe von Cameo. Wasserdichte Beamlampe, die nutzen wir auch hauptsächlich einfach als Show-Licht. Ne? Und haben da als im Grunde Fundament davor gesetzt nochmal 4 Elation 6 Bars, die vor den Cameo Otos liegen. Und bringen uns da eben eine zusätzliche Spielebene mit ein, die wir nutzen können. Wir sind jetzt hier an einer der Lichtpositionen, von denen wir 20 Stück hier auf der Steuerbordseite verteilt haben. Wir haben hier die obere Line KNV-Cubes. Läuft einmal oben und einmal unten lang. Macht so den Shape des Schiffes. Und neben mir haben wir jetzt hier eine ein 6er Päckchen Otos und flankiert von 4 Elation 6 Bars. Wir nutzen hier Grenthe Mar 3-Konsolen mit der 2er Software. Da sind wir einfach schnell, das ist gelernt, das ist safe und befinden uns innerhalb unserer Komfortzone. Vor Ort haben wir zwei Full-Size-Konsolen, die wir am FOH nutzen. Eine bedient der Yoshi Reuter, eine ich. Auf dem Ocean Deck auf der AIDA gibt es noch mal eine Konsole, die von Nicolo Priolo bedient wird. Das ist im Prinzip das Setup, was wir dort haben. Das alles ist über einen Glasfaserring mit dem Schiff verbunden. Auf dem Schiff gibt es noch mal ein internes Netzwerk mit einer Grenthe Mar Replay Unit. Und da mergen wir uns rein und nutzen quasi die Schiffsbeleuchtung ebenfalls mit. Hinter dem Schiff haben wir 7, wir nennen das Megabeams, Megabeam-Päckchen gepackt. Das sind jeweils 9 Kleipaki Stilos, die dort sich befinden und uns helfen, der ganzen Szenerie eine Tiefe zu geben. Beim Broadcast-Event ist es eben ganz wichtig, da wir dort auch mit einer Filmdrohne fliegen, dass wir nicht so einen toten Bereich hinter dem Schiff haben und auch da eben das Surrounding ein bisschen illuminieren und in Szene setzen. Und deswegen gibt es dort nochmal so eine dritte Ebene, die uns eine Tiefe bringt. Das Thema der jetzigen Schiffstaufe ist ja, die Welt wird bunter. Und wir haben den Stilos deshalb ausgewählt, weil er eben in den Farben so einen enormen Punch hat. Er hat eine additive Farbmischung. Das heißt, man nimmt halt kein Licht raus, sondern addiert es hinzu. Und das hat super überzeugt. Also wir haben uns den Outdoor angesehen, auch in diesem Beam-Päckchen mal so zusammengestellt, um zu gucken, was kommt da raus. Und das war super. Das ist echt ein ziemlich cooles Gimmick so für draußen. Ich konnte den Prototypen von dem Cameo H5, von dem Otos H5, konnte ich mir bei Nicklin im Lager angucken. Und tatsächlich haben die das dann eben möglich gemacht, dass sie zügig gebaut und ins Flugzeug gesteckt wurde, um die halt eben rechtzeitig für das Event hierher zu kriegen. Das ist echt eine gute, ich würde sagen, bodenständige, solide Lampe. IP65, also komplett outdoorfähig, hat ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis und
der Output überzeugt. Wir haben ja ein System entwickelt aus, wir nennen es mal Overlay oder Pseudo-XR. Also wir haben fest eingebaute Kameras und sind dadurch in der Lage, weil wir 4K vorproduzieren, dass wir in einem gewissen Maße bewegte Kameras haben können, die fix eingebaut sind da unten und dann aber eben digitalen Content als Overlay gestatten. Gleichzeitig gibt es ein echtes Live-Layer, das sind Drohnen. Wir haben hier 250 Drohnen von Zauber an Start. Und ich glaube, das Besondere ist, dass eben die Menschen an Bord was miterleben können. Und das ist bei einer Schiffstaufe immer sehr schwierig, wenn man ja eher die Außensicht hat auf das Schiff. So dass wir in dem Fall gesagt haben, durch eine seitliche Verschiebung können die Gäste an Bord teilhaben und gleichzeitig aber eben auch das für Streaming sehr interessante Bilder liefert. Es gibt Parts, die über das Live-Bild praktisch drüber gelegt werden, um eine Illusion zu erreichen, wie zum Beispiel ein Feuerwerk, aber auch grafische Elemente. Ein Part ist zum Beispiel, der sehr zentral ist. Die AIDAs haben ja alle ein Gesicht, also vorne das Auge und diesen Kussmund. Das ist ja so eine Art Logo von der AIDA. Und in einer Sequenz wird das Auge auch aufgehen oder mal zwinkern. Sowas produzieren wir halt vor. Das funktioniert, indem wir das mit Filmen, die Alpha-Kanäle haben, produzieren. Und die werden dann vor der Show, da haben wir noch 3 Tage für die Programmierung, dann wird das alles ins Medienserversystem praktisch eingeladen und dann ist das eigentlich so ein bisschen wie ein Projection Mapping, kann man sich das vorstellen. Also wir warpen dann die Sequenzen nochmal genau auf die Kameras, die wir vorher definiert haben. Bei dem Projekt der Taufinszenierung war so ein bisschen die Problematik, wie kommen wir mit unserem Motion Design auf die Kamerabilder drauf? Wie können wir das gut implementieren, ohne dass es fehlerhaft aussieht, ohne dass es einfach wie draufgelegt aussieht. Und haben da in einem relativ frühen Stadium dann schon gesagt, okay, es wird natürlich schwierig, wenn die Kameras sich bewegen, weswegen wir dann relativ früh hingegangen sind und gesagt haben, okay, wir brauchen fixe Kamerapositionen. Diese 4 fixen Kamerapositionen laufen in einen Medienserver, das ist in dem Fall ein D3-Medienserver sein. Diese 4 Kamerabilder laufen dann direkt in den Medienserver und im Medienserver haben wir die Möglichkeit, das mit dem neuen Notch-LC-Codec und dem Alpha-Kanal drüber zu legen, sodass wir quasi die Animation im Medienserver direkt über die Kamerabilder geben und dann die Kamerabilder zusammen mit dem Overlay dann rausgeben können in die Regie. Da wir natürlich hinsichtlich der Perspektive und hinsichtlich der Skalierung nicht hundertprozentig wissen können, wie es später sein wird, haben wir anhand von vorher festgelegten Kamerapositionen uns mit Bildern eine Grundlage geschaffen. Und diese Grundlage nutzen wir ebenfalls, um das Motion Design draufzubauen. Und vor Ort im Medienserver werden wir dann mit Hilfe von Perspektiven und mit Warping das eben wie bei einem klassischen Videomapping so anpassen, dass wir das Motion Design auf das Kamerabild drauflegen und somit eben diesen Effekt erzeugen, dass das Bild tatsächlich wie auf die Kamerabilder draufgemappt wird. Drohnenshow für uns ein Thema seit knapp 10 Jahren jetzt. Insofern ist es immer wieder spannend, wie sich die Technologie weiterentwickelt. Wir sind jetzt bei sehr hohen Genauigkeiten, bei sehr hohen Windstabilitäten und das spielt uns natürlich hier in die Karten. Ja, ich bin Michael, ich bin Teil des Zuber-Teams. Wir fliegen die Drohnen zusammen mit den Kollegen von Drone Dreams aus dem Süden. Und wir zeigen bei der AIDA-Taufe halt so ein bisschen die Zusammenarbeit auch zwischen den Firmen und was die Drohnen natürlich so alles leisten können. Und unsere Drohnen sind gekaufte Drohnen aus Korea. Die Kollegen aus dem Süden, aus München, benutzen Eigenbauten, was natürlich auch ein sehr spannendes Thema ist. Und wir benutzen DSS als Software, kommen auch aus Europa, sind damit halt auch komplett Europa zertifiziert. Also die Herausforderungen hier am Gelände sind natürlich, dass wir eine Entmagnetisierungsanlage von der Bundeswehr direkt nebenan haben, die zum Glück ausgeschaltet ist. Also gerade werden keine Schiffe entmagnetisiert, das ist schon mal sehr gut. Dann haben wir natürlich den Hafen, der komplett voll ist mit irgendwelchen Funkfrequenzen. Das ist natürlich eine große Herausforderung, stellt sie sich aber letztendlich als kein Problem dar. Und ansonsten, ja gut, das raue Wetter sind wir hier natürlich im Norden gewohnt und wir fliegen so bis 25 Meter pro Sekunde als Spitze und das sollten die Drohnen locker schaffen. Als Formation fliegen wir ein paar allgemeine Formationen, sowas wie ein Strudel zum Beispiel,
so Zwischenmotive, dass wir so Art DNA-Stränge haben, aber wir gehen natürlich auch auf die AIDA ein, indem wir das Logo zeigen. Gehen auf die Nachhaltigkeit ein, die das neue Schiff natürlich auch repräsentieren soll, mit Green Cruising, was die Drohnen natürlich auch thematisieren, weil es auch kein Feuerwerksersatz ist, sondern eine Alternative zum Feuerwerk, die nicht so viel Verschmutzung hat. Und daher gehen wir dahingehend auch so ein bisschen drauf ein. Green Cruising, wir benutzen Drohnen. Und dann hatten wir natürlich dadurch, dass wir zwei verschiedene Flotten fliegen zur gleichen Zeit, ein bisschen Abstimmung mit den Kollegen von Drone Dreams gehabt. Die kamen extra hoch vor ein paar Tagen, sodass wir halt zusammen bei uns am Lager fliegen konnten, das Ganze überprüfen konnten, nicht, dass sich die Signale gegenseitig stören. Und das lief alles super. Also einerseits geht es natürlich darum, wenn man Green Cruising betrachtet, also eine nachhaltigere Seefahrt. Das Schiff fährt mit LNG. Wir wollten aber auch nicht in den Mittelpunkt stellen, dass wir eine Technik-Informations-Sendung machen, sondern wir wollten das auf eine unterhaltsame Art rüberbringen. Es gibt ja eine Dramaturgie, die sich entlang des neuen Claims, die Welt wird bunter, entwickelt, sodass wir durch verschiedene Farbwelten gehen, sowohl im Lichtdesign als auch in der Drohnenprogrammierung. Und natürlich dann, wenn hier unsere Taufpatin Christina dann die Flasche auslöst, dass wir dann in dem Moment große, große Bilder schaffen. Und das geht natürlich mit Drohnen wunderbar.